So, heute machen wir mal wieder einen Teilbarkeitsbeweis. Und zwar versuchen wir mal folgende Aussage zu beweisen oder zu widerlegen. Ja, die Aufgabe ist sozusagen beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussage. Für alle A, B, C aus Z gilt, wenn A mal B C teilt. Und A nicht C teilt, dann folgt daraus B teilt C. Okay, das ist jetzt eine allgemein aufgeschriebene Aussage. Und jetzt brauchen wir erstmal so ein Gefühl dafür, gilt die überhaupt oder gilt die nicht? Insofern bietet es sich an, einfach mal ein paar Beispiele auszuprobieren. Ne? Machen wir mal hier am Rand ein paar Beispiele. Nehmen wir mal das Beispiel. 2 mal 3 teilt 12. Ja, also a ist 2, b ist 3, c ist 12. Und a teilt nicht c und 2 teilt nicht 12. Das stimmt auf jeden Fall mal nicht. Also das ist jetzt kein gutes Beispiel vielleicht. Ne? Probieren wir mal ein anderes aus. 3 mal 5 teilt 30. Und 3 teilt nicht 30. Das funktioniert auch nicht, ne? Und die 5, wenn man es mal rumdrehen würde, Multiplikation ist ja kommutativ, die 5, die teilt auch die 30. Also wir finden irgendwie also bislang haben wir keine Situation gefunden, bei der ein Produkt eine Zahl teilt, aber einer der beiden Faktoren nicht. Das wäre ja auch komisch, ne? Also wenn wir jetzt überlegen, wir können jetzt noch ein bisschen weiter probieren, wir werden feststellen, wir finden keine solche Situation. Ist ja irgendwo auch klar. Ja? Wenn ein Produkt eine Zahl teilt, dann teilt ja auch jeder der beiden Faktoren diese Zahl. Ja? Also, wenn wir mal davon ausgehen, a mal b teilt c, das bedeutet ja, es existiert ein q, so das gilt a mal b mal q, also a mal b mal q ist gleich c. Ja? Jetzt kann ich das aber ja so umschreiben, dass es steht a mal b mal q ist gleich c und das hier von mir aus q2 nennen. Ja? Und daraus folgt ja direkt a teilt c. So, wir können also folgern aus a mal b teilt c, dass auch a c teilt. Das bedeutet aber, wenn das hier daraus folgt wird, ja, dass es diese Situation hier, a mal b teilt c und a teilt nicht c, gar nicht geben kann. Was hat es jetzt für Konsequenzen für den Beweis oder diese Widerlegung hier? Das bedeutet, die Voraussetzung der Implikation ist immer falsch. Und wir wissen, wenn die Voraussetzung der Implikation immer falsch ist, ist die Gesamtaussage wahr. Das heißt, die Aussage gilt tatsächlich. Ja? Und zwar gilt die Aussage, weil die Voraussetzung immer falsch ist. Das kann man ruhig hier hinschreiben, ne? Die Aussage ist wahr, weil A, nee, sorry, falsch, weil A mal B teilt C und A teilt nicht C immer falsch ist. QED.